Wir hatten heute das letzte unserer Gespräche, die wir vor dem Bundestagswahlkampf mit den bundestagsvertretenen Parteien geführt haben. Ich hatte Bernd Rixinger und Frau Kipping eingeladen, schon vor langer Zeit dieses Gespräch zu führen. Wir haben nochmal deutlich gemacht seitens der Gewerkschaften, dass wir in dieser Bundestagswahl für einen Politikwechsel eintreten, dass wir eine Bresche schlagen wollen in die Wand der Deregulierung von Arbeit. Deswegen haben wir auch sehr bewusst uns konzentriert bei den Themen zum Bundestagswahlkampf auf die Themen einer neuen Ordnung für Arbeit, auf das Thema soziales Europa und das Thema sichere Rente. Ich noch mal kurz was zur Frage Arbeit sagen darf. Wir haben noch mal erläutert, warum wir die Frage eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro die Stunde für eins der zentralen Themen halten. Nicht, weil es alle Probleme löst, aber weil es in der Lage wäre, wenn wir es gemeinsam durchsetzen können, die gesellschaftlichen Mehrheiten sind dafür da, die politischen fehlen noch, dass wir dann tatsächlich eine generelle Umkehr sozusagen in der Deregulierungspolitik schaffen würden. Das alleine reicht nicht aus. Wir haben uns auch ausgetauscht über die Frage der Notwendigkeit von der Stärkung der Tarifautonomie durch die Verbesserung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen. Wir haben uns ausgetauscht über die Frage, wie kann man prekäre Arbeit insgesamt bekämpfen. Aber dazu werden sicherlich meine Gäste noch etwas sagen. Nur um es nochmal deutlich zu machen, uns geht es darum, auch bei dem Gespräch heute nochmal um die politischen Ziele der Gewerkschaften zu werben. Ich habe beide, Katja Kipping und dem Kollegen Rixinger, darauf hingewiesen, dass wir auch uns noch mit dem Thema handlungsfähiger Staat befassen und der Frage befassen, wie wir angesichts der in Deutschland beschlossenen und mittlerweile in weiten Teilen auch Europas beschlossenen Schuldenbremse durchkommen bei der Frage, wie kann man auf Dauer einen handlungsfähigen Staat, insbesondere einen handlungsfähigen Sozialstaat, durchfinanzieren und erhalten. Das war ein Thema, mit dem sich auch der Bundesvorstand des DGBs nächste Woche nochmal beschäftigen wird. Und ansonsten ging es uns auch nochmal um die Frage der gesellschaftlichen Aufstellung hin zu der Frage, wie wir tatsächlich weiterkommen, auch bei der Frage eines sozialen Europas. Seitens unserer Gesprächspartner ist heute nochmal besonders hervorgehoben worden, auch die Bedeutung des Marshallplans für Europa, den wir vorgelegt haben, als ein Kern dessen, dass wir sagen, Europa darf nicht sozial sozusagen absacken und darf nicht im Sozialabbau verkommen. Ich benutze das Wort verkommen sehr bewusst, sondern die Menschen haben es verdient, dass auch und gerade in der Krise sie sozial gerecht behandelt werden. Und wir, denen es heute noch besser geht, dafür sorgen, dass es A, besser bleibt und B, wir mithelfen insgesamt die Verhältnisse in Europa zu verbessern. Das geht letztendlich nur damit, dass man nicht eine Austeritätspolitik à la der Bundeskanzlerin betreibt, sondern eine Vorpolitik, die soziale Gerechtigkeit und ökonomischen Fortschritt miteinander verbindet. Und das haben wir versucht, mit dem Marshallplan zu machen. Ansonsten verlief unser Gespräch außerordentlich konstruktiv, insbesondere in den Bereichen Regulierung des Arbeitsmarktes gibt es hohe Übereinstimmung. Im Kernpunkt des Programms der Linken ist natürlich hervorgehoben, dass wir prekäre Arbeit bekämpfen wollen. Natürlich unterstützen wir die flächendeckende Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, halten es auch für außerordentlich wichtig, hier eine Bresche zu schlagen, einen Anfang zu machen. Die Linke bleibt dabei, dass wir 10 Euro Mindestlohn benötigen, auch um eine entsprechende Rente überhaupt erzielen zu können, die über die Mindestsicherung hinausgeht. Es geht aber auch darum, Leiharbeit zu begrenzen, Leiharbeiter gleich zu bezahlen. Es geht darum, das Umgehen von Werkverträge zu verhindern und vieles andere mehr, um auf diesem Weg eine Regulierung des Arbeitsmarktes herbeizuführen. Wir sind auch beide der Auffassung, dass zur Finanzierung dieser ganzen Maßnahmen ein handlungsfähiger Staat erforderlich ist, der entsprechend finanziert werden muss. Auch hier gibt es viele Gemeinsamkeiten bei der Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums. Wir unterstützen ja selber auch die Kampagne der Gewerkschaften zu umverteilen, sprich Vermögensteuer, Vermögensabgabe, Erbschaftssteuer. Dahinter steckt der Gedanke, dass eben die öffentliche Daseinsvorsorge, Bildung, Erziehung, andere
Bereiche, die öffentlichen Sozialsysteme oder die Sozialsysteme finanziert werden müssen und dass wir dazu eine entsprechende Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums benötigen. Auch dafür ist natürlich ein Politikwechsel erforderlich. Ja, in unserem konstruktiven Gespräch ging es auch um die Frage, die ja der DGB in seinem DGB-Index für gute Arbeit auch immer wieder thematisiert hat. Arbeitszeitverdichtung, Überstunden, ja auch die Frage von Stressarbeitsbedingungen. Das ist ein Bereich, den sich auch die Linke sehr stark angenommen hat. Wir haben auch über Anfragen ja immer wieder Zahlen hervorgebracht, die gesellschaftliche Debatte mit prägen. Also zum Beispiel die Zahl, dass es inzwischen 59 Millionen Krankheitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen gibt oder die Erkenntnis, dass jeder Vierte regelmäßig oder fast immer am Wochenende arbeiten muss. Also im Kampf um gute Arbeit soll heißen, auch im Kampf gegen Arbeitszeitverdichtung, Überstunden gibt es doch große Gemeinsamkeiten. Wir haben über handlungsfähigen Staat geredet. Dazu gehört natürlich die Frage von Umverteilung von Reichtum. Ein Punkt, wo die Linke in dieser Frage jetzt noch eine sehr weitgehende Debatte angezettelt hat, ist natürlich die Frage Begrenzung von Managergehältern. Das ist kein Geheimnis, dass wir uns hier wünschen und hoffen, dass dass in den Vorständen auch entsprechend kritischer über millionenschwere Vorstandsvergütungen und Managergehälter Zukunft diskutiert wird. Und ein dritter Punkt, wo es sehr viele Gemeinsamkeiten gab, war die Frage Europa. Es ist ja doch auch in der letzten großen Rede dazu sehr deutlich geworden, dass die Eliten Europa nicht wirklich sozial denken. Wir waren uns aber einig, dass Europa als Idee nur dann wirklich wirksam wird, wenn die soziale Dimension von Europa gestärkt wird. Und hier ist der Marshallplan, den der DGB vorgeschlagen hat, ein wichtiges Instrument. Wir als Linke haben immer gesagt, anstatt ein Kürzungsdiktat zu fahren für Europa, braucht es viel mehr Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau, nicht nur für die Bundesrepublik, sondern auch für ganz Europa. Und insofern Europa, die europäische Idee, so richtig zum Leben zu bringen, bedeutet, die soziale Dimension zu stärken.